Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Bus Driver mit mir, der Mingo. Wir waren heute fahren wir eine ganz lange Strecke. Alter Vater, ist die lang. Das wird schön. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Press any key. Und es ist. Oh, guck mal hier. Das ist. Oh ne, da ein bisschen mehr lang. Guck mal hier. Und sofort erstmal das Ding weggerammt, ey, ich glaub's nicht. Okay. So, jetzt halten wir an. So, und anhalten. Guck mal, da kommt jetzt viel Gepäck. Alle einsteigen, 26 Leute, ja sicher. Kommt alle rein. Ich weiß. Was eigentlich, wenn ich überhaupt keinen mitnehmen würde? Aber das geht ja gar nicht, stimmt. Doch, ich kann einfach die Tür wieder zumachen, ganz schnell. Und einfach weiterfahren. Das wird doch geil, oder? Okay, man muss aufpassen, es liegt auf jeden Fall Schnee. Und wenn Schnee ist, dann rutscht der Bus. Jetzt habe ich 2 Minuten und 11 Sekunden oder 10 Sekunden Zeit, um zur nächsten Bushaltestelle zu kommen. Es sind auch diesmal nur 2 Stück. What the fuck? Ja, ich sage, es ist rutschig. Sehr rutschig. Sollen sich nicht so anstellen. Komm gerade aus dem Urlaub. Ey, die müssen erstmal wieder was verkraften. Oder die fahren jetzt im Urlaub. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt so Hotels bringen muss. Genau, stimmt. Stimmt geradeaus, oder? Oder? Nee, wir müssen hier runter. Ja, ich weiß. Es gibt wieder Minuspunkte für mich. Immer gibt es Minuspunkte. Immer. Ich weiß gar nicht, was ich daran falsch mache. Ist doch nur eine rote Ampel. Ach, matschiger Schnee, ey. Das sieht man jetzt schon. Ekelhaft. Da kommen ein paar Pluspunkte, muss es geben. Boah, jetzt quillt er sich hier hoch, oder was? Ja, ich muss weiter nach oben. Aber es sieht im Moment gar nicht irgendwie nach Amerika aus. Das sieht mehr so, finde ich, Kanada aus. Aber gut, ich kann mich auch irren. Enttäuschen. Weiß ich nicht. Aber egal. Ja, was habe ich heute erlebt? Ja, heute viel, viel Arbeit natürlich. Und der Summer Sale bei Steam hat begonnen. Da muss ich gleich noch, wenn ich fertig bin mit dem Aufnehmen, noch mal kurz ein bisschen rumschnökern. Vielleicht gibt es noch ein schönes Spiel, was ich so als nächstes machen kann. Als Let's Play. Mal gucken. Big Man hat sich auf jeden Fall auch schon ein paar Spiele gekauft, habe ich gesehen. Ark zum Beispiel. Das ist eine Dinosaurier-Spiel, was Gronkh auch im Moment zockt. Hat er sich geholt. Und ja, da muss ich mal gucken, was es noch da so Schönes gibt. Boah, da kommen jetzt noch mehr Leute. Oh, einsteigen. Ah ne, es steigen erstmal welche aus, natürlich. So wie viele. Resort. Gott. Scheiß der Hund mal drauf, ey. Alter Vater. Ich hab's nicht mit den Kurven. Ne, der ist, genau. Wo ich stehen geblieben war mit dem Steam Summer Sale. Und das ist echt übelst geil. Also alle von euch, die noch kein Steam haben, sich aber gerne Computerspiele mal online kaufen möchten, und auch billig natürlich, dann einfach mal wirklich jetzt sich Steam runterladen und sich dann die Spiele kaufen. Geht sogar mit Sofortüberweisung oder PayPal oder irgendwie, ne? Geht auf jeden Fall ziemlich zügig. Ja, und dann sich die Spiele halt dann da kaufen, weil da sind zum Beispiel auch Top-Titel drin, die eigentlich noch über 20 Euro oder 30 Euro kosten und dann halt für 9,99 Euro zum Beispiel oder so. Das ist richtig geil. Es macht zwar auch süchtig, also ich will jetzt nicht behaupten, ne, dass das alles so, sagen wir mal, ja, man sieht halt, wie gesagt, da ein Spiel und dann denkt man sich so, ach guck mal, das ist noch ein Spiel und dann, ach, das ist noch ein, oh, guck mal, das ist eine ganze Reihe von Spielen. So. Und dann, ja, natürlich, dann kauft man sich dann halt alle, weil es halt billig ist und dann kommt man trotzdem auf einen Betrag von 50 Euro oder so. Genau. Das war bei mir letztes Jahr so, da habe ich echt übelst viel gekauft.
Da habe ich 150 Euro ausgegeben. Ja, das war, also das muss ich sagen, wahrscheinlich krank. Aber gut. Auf Seite! Mal kurz die andere Ansicht abmachen. Oh, alter Vater! Oh oh! Ah, jetzt. So. Was soll man sagen? Mein Gott, ey! Habe ich da durch? Ist das geil, ey. Nee, da habe ich halt echt viele Spiele und ich bin jetzt im Moment, also ich habe einiges an Spielen, sagen wir mal so. Ich will es jetzt nicht verraten. Da kommen so, ja, also über 100 sind es auf jeden Fall, sage ich. Ist eigentlich krank, aber naja gut. Viele Spiele halt so für mich persönlich, aber auch viele natürlich als Let's Play, die man machen könnte irgendwann mal. Aber kommt auch immer drauf an, ob man auch Lust dazu hat. Und wenn ich es mir kaufe, habe ich meistens Lust darauf, aber halt, ich kann nicht alles Let's Playen. Das geht ja nicht. Ja, und dann halt... Komm, mach hinne! Genau, rüber. Oh, das, so ist das gut, so ist das gut. Einfach mal anhalten jetzt. Ich muss einfach mal die Schnauze halten. Oh, seid ihr alle lahmarschig, Alter. Was ist los? Nur Schnee. So, die Hupe? Genau. Bisschen Panik machen. Los, fahr auf Seite, du Oma, du! Oh, Kinders, ey. Alter, wenn du nicht langsam jetzt ein bisschen schneller Gas gibst hier, dann dreh ich noch am Riemen, ey. Los! Gleich auf. Scheiße. Alter, ich geh nochmal rüber. Ja, ey, ich kann auch nichts dafür. Die sitzen, die stehen doch einfach hier. Mensch, meckert doch mich nicht an. Oh ja, klar. Was willst du denn jetzt? Hä? Ich hab doch... Ja, komm. Ist egal. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Gas geben hier. Ah, komm ich auch nicht vorbei, komm. Los! Alter, 4 Minuten 27 habe ich noch. Das ist echt eine gute Zeit, muss ich sagen. Grün! Jetzt. Los, die umspringen, ey. Ich bin 44, so schnell kann ich sowieso... Ja, komm, scheiß drauf, ey. Krieg halt rot. Du bist über rot gefahren. Rotes Licht, Penalty. Jetzt minus 200. Ja, fick dich doch ins Knie, ey. Entschuldigung für die Ausdrücke. Aber im Moment bin ich gut drauf und jetzt natürlich machen wir es zu schaffen. Oh, ihr kleinen Quarkgurken hier. Extra für den Bus. So, da gibt es sogar Pluspunkte für. Oh, ist die Polizei. Oh, die Polizei. Komm, ich will unbedingt die Zeit. Guck mal, wie ich das schaffe. Bin mal gespannt. Okay, 1,4 Kilometer sind es noch.
Warum müssen die denn alle umspringen, wenn ich komme? Scheiß Rotfahrer hier. Ist euch das mal aufgefallen, dass wenn ich da vorbeifahre, meistens gibt's dann irgendwie Rot. Das Spiel, glaube ich, will, dass man nicht pünktlich kommt, ey. Also fahren die in der Türkei zum Beispiel auch Bus. Okay, muss langsamer werden. Oh, langsamer, 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 langsamer. Ich hab geblinkt, du kleiner Pimmel. Ist doch so eine scheiß Straße erfahren. Geil. Guck mal, ich bin jetzt so durchgedüst und trotzdem noch 2 Minuten, ey. Das wird ganz, ganz knapp, ey. Aber das schaffen? Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal ein bisschen was hier überholen. Ja, weil ich wrong way, ja, genau. Hab wenigstens geblinkt. Moin, Kollege. Eine Minute 20. Hä, was ist denn das? Out of lane, use Blinker. Was? Nur weil ich jetzt auf den Seiten... Cool, ey. Früh Minuspunkte. 53 Sekunden. Guck mal, hätte ich jetzt nicht das so gemacht, dass ich halt über Rot gefahren wäre, rein theoretisch, da hätte ich das doch lange noch, also hätte ich das gar nicht geschafft. Aber manchmal ist das ein bisschen unrealistisch. No accident for a mile. Sehr schön, da kriegt man nur, da kriegt man 15 Punkte für. Wenn ich aber was falsch war, kriege ich sofort 200 reingedrückt, ey. Und die wissen es auch, wie man es macht. Hä? Ach komm. Leg mir die Füße. Ja, genau. Extra überrot. Das Stinkefinger zeigt. Ach guck mal, war gar kein Rot mehr. Kann das sein, dass ich mich verfahren habe? Nee, doch nicht. Sehr gut. Grünphase. Weiterfahren. Wie viele Leute habe ich eigentlich noch drin sitzen? 17. Okay. Ja, hier wollen wir alle aussteigen. Oh, geschafft. Alter. Voll am Schwitzen. Das ist unnormal. Er ist auch so warm. Schon mal cool. Für 30 Leute, die ich transportiert habe, kriege ich 1500 Euro oder Dollar. Ah, natürlich back, ey. So. Was ist das? Okay, einfach nur so. 8 Haltestellen. Oh, wie viel? Wenn ich das schon freigeschaltet habe, noch gar nicht. Okay. Machen wir noch ein. Und dann reicht's erstmal. Ich meine doch nicht. Ich hatte am Anfang ja gesagt, ich werde halt komplett immer eine ganze Sache machen, aber da komme ich über eine halbe Stunde und ich finde halbe Stunde Folge, das reicht voll und ganz. Ey, das ist schon das Maximum, was ich gerne machen würde. Das reicht, also nee, das reicht wirklich.
Hä? Was legt der sich denn zurecht? Deutschland? D. Guck mal, das deutsche Zeichen. Bin ich doch in Deutschland? Old Town, nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Aber die Sicht zu fahren macht eigentlich auch ziemlich Spaß, muss ich sagen. Einsteigen, erstmal aussteigen. Ich frage mich, ob das wirklich mal freigeschaltet wird, so langsam. Nicht, dass das heißt, ich muss goldene Sterne holen, weil dann kann ich die ganze Mission nochmal machen, das mache ich nicht. Tut mir leid, also dann... Die nächste Haltestelle kann ich schon mal rüberfahren. Oh, ja, oh. Ach komm, ey. Leck mich doch am Arsch, ey. Scheiß doch, der Hund was drauf. Krieg ich sowieso jetzt wieder... Nee. Los, Minuspunkte. So. Timetable, not follow it. Ich hab den Zeitplan nicht eingehalten, oder was, ey. Kann ja nichts für. Alle Leute da sitzen. Puh. Was ich auf jeden Fall irgendwann machen werde, das verspreche ich. Bus-Simulator 2000 und, keine Ahnung, was, 13 Euro auf 14. Das ist halt noch realistischer. Das Ganze muss man mit Geld abbrechen und dies, das. Aber das kommt irgendwann mal. Brauchst du gar nicht glauben. Was willst du? Ist rot! Bleib mal locker, du! Falschfahrer, du. Ich versuche jetzt ein bisschen richtig zu fahren, weil ich habe wirklich Schiss, dass ich durch die blauen Sterne oder was ich da immer bekommen habe, also nicht die goldenen, oh, Entschuldigung, dass ich da Ärger bekomme und dass es dann nicht freigeschaltet wird. Ey, da habe ich keinen Bock drauf. Warum geht der Bus eigentlich hoch, wenn Leute einsteigen wollen? Normalerweise muss er da runtergehen, damit die Leute einfacher einsteigen können. Muss man vielleicht nicht verstehen. Und wieder rot. Ah ne, ich muss gerade ausfahren. Und warten. Ja, so ist das mit Rot, ne? Rot, eine sehr schöne Farbe. Passt sehr gut zu Schwarz. Schwarz ist nur wiederum keine Farbe. Ah, hier muss ich abbiegen. Und wieder Rot. Ja. Komm, schalt um. Ja, sehr gut. Jetzt schon mal runterrollen lassen. Außer es ist gleich grün. Dann gebe ich Gas. Dann hält mich auch. Ja, jetzt! Ah, komm, das schaffe ich. Muss hier rumspringen. Nein, bitte nicht. Sehr schön. So muss man das machen. So, jetzt muss ich egal abbiegen. Ja, schon wieder runterfahren.
Einbahnstraße war das hier. Okay. Im letzten Moment, ey. Oh, nochmal stoppen. Treten Sie ein. Herzlich willkommen am Flug. Flugsimulator wäre auch noch ein geiles Spiel. Aber das ist, glaube ich, zu langweilig. Oder weiß ich, ist, glaube ich, auch die Steuerung zu extrem. Weil ich habe Flugsimulator X, also 10. Und, ach, muss ich einfach mal gucken, ey. Bin ich so ein bisschen auf den Trip mit Simulatoren so ein bisschen. Macht eigentlich Spaß, muss man sagen. Nur gut, das ist jetzt hier zwar kein Simulator, weil es ist ja einfach nur ein bisschen umgefahren. Ist einfach so. Eigentlich müsste es heißen Busfahrer-Simulus. So, letzte Haltestelle. Ja, da können sie alle aussteigen und ich habe Feierabend. Ess mein Mettbrötchen, trink meinen Kaffee und dann könnt ihr mich am Arsch lecken. Und alle aussteigen. Dankeschön. Beehren Sie uns wieder bei unserer lustigen Lachfirma, weil das heißt ja nicht irgendwie, sondern halt einfach die Lachfirma, nenne ich das einfach so. Der Smiley, der lacht. Boah, jetzt krieg ich erstmal... Boah, guck mal, jetzt krieg ich ordentlich Punkte. Da müssten über 4000 sein. Ach, über 5000. Yeah, Mann, so geht das. Back. Ah, freigeschaltet, sehr schön. Ja, sehr schön, was kommt denn alles, ey? Da kommen richtig geile Sachen noch. Naja, eigentlich nicht. Auf jeden Fall kommt da dann morgen das noch und dann Doppeldecker. Da freue ich mich drauf. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Heute wieder bei Driver auf Bus. Nein, Bus Driver mit mir, dem Memo Viva. Und ja, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und besucht unsere Seite GameStock TV. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!